wagon wheels and a feel it's real like a magnet draws you back wherever you roam. It's called the Ghost City, Ghost City, kicking up out of the loo. Ghost City, Ghost City, real good times for me and you. Dancing on to those rocking tunes, go there once and you'll be back soon at the Ghost City, Ghost City Saloon. Gesungen, ist gut aufgewärmt für einen dieser schönen Männer, die jetzt sonst auf die Bühne kommen. Diese Waffe dient zum Öffnen des Kuvers. So. Music Award 2018 in der Kategorie Sänger des Jahres geht an. Der Award geht an Peter Gruber. Ja, herzliche Gratulation an Peter Gruber von Nashville, der heute leider nicht bei uns hier anwesend ist. Gibt's wieder ganz am Küsten, Natascha. Aber wir werden das öfter machen, vielleicht gibt's andere Möglichkeiten. Na, vielen Dank für die Bereitschaft und herzliche Gratulation natürlich an Pete Gruber von Nashville. Er ist der Sänger des Jahres 2018.
gefallen sind. Wir brauchen dazu natürlich wieder einen Award-Partner und dazu bitte ich den Freimut Gruber, der heuer nach 30-jähriger Bandtätigkeit seine aktive Laufbahn beendet hat beim Festival in Bad Ischl. Kann also auch auf lange Zeiten als Frontman seine Band zurückgreifen. Da kommt er schon und wir bitten ihn um Verkündung der internationalen Band des Jahres 2018. Ich gebe meine Stocke zurück. Grüß euch einmal. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Gut, wo ist denn der Trommelwirbel? Gut. Music Road Pilots, Netherlands. Ja, wir dürfen den Vertreter der Music Road Pilots sonst bitten. Sie haben ja vorige Woche hier im Longhorns, im Ghost City Salon in Haag gespielt. Danke vielmals. Sie waren auf Urlauben in Österreich und haben gesagt, die nützen die Gelegenheit und kommen vorbei. Erstens schön, dass ihr da seid und herzliche Gratulation. Ganz, ganz liebe Grüße an den Rest der Band. The Music Row Pilots! Streets and I call home.
money, don't you hurry, but my brother, my man. Hey, come on, come on, come on, come on, be a shot to show what you my man. Oh,
said, but I can't convict you going to I'm the best that's ever been. Said I'll start the show. And fired open his fingertips as he rolled up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil mix. And a band of demons joined in and said something like that. Ehrenvolle Aufgabe, jetzt etwas über zwei Personen, sagen wir mal, einige der vielen Gründerväter der Country Music Szene zu sagen. Ich habe viel nachgesucht und eigentlich nichts gefunden. Ich habe viel nachgefragt und eigentlich bin ich nicht gescheiter geworden. Aber ich werde ein bisschen was aus meiner Erfahrung sagen, schließlich kämpfe ich auch schon einige Jahre. Aber die sind schon länger im Geschäft und die sind schon in die 80er Jahre, haben schon die Country Music verbreitet. Damals noch Günther Schiffer war im Radio. Line Dance hat es noch lange nicht gegeben. In der Wiener Zeit war das. In der Wiener Szene, hier oben in Oberösterreich. Einige Jahre später hat es dann ein Country Circle Bodischl gegeben. Aber in Wien, die waren zwei Jahre früher schon da oder drei. Über das wird heute noch geschrieben und das können wir heute noch, glaube ich, nach der Show bei ein paar Glaserl Bier ausdiskutieren, wer der Erste und der Größte oder was weiß ich war, weil ist nicht so relevant. Wichtig ist immer, dass es Leute gibt, die Szene, die sich einsetzen für die Szene und gute Veranstaltungen bringen, gute Künstler bringen. Und das sind zwei gewesen damals in Wien. Da hat es dann auch einmal eine Gründung gegeben, eines Vereines. Nach zwei Jahren hat der eine den Verein verlassen, hat der Kollege das dann übernommen und das hat sich dann gesplittet und eine gesunde Konkurrenz ist immer gut. Sie haben nicht dieselben Ansichten, ich weiß nicht, ob sie miteinander reden, ab und zu wahrscheinlich schon,
Aber das ist oft ganz gut. Weil wenn man sich viel zusammenredet, dann kommt alle dasselbe raus. Und dann ist nur mehr Konkurrenz, als wie wenn man jeder seinen eigenen Weg geht. Und im Ende gehen wir ja dieselbe Richtung. Das ist genauso, wenn man einen Strick zieht. Man muss auf derselben Seite stehen, dass man weiterkommt. Ne? Weil wenn man auf demselben Strick zieht, heißt ja nicht, dass man dieselbe Richtung bewegen will, sondern einfach zielen. Ne? Und in diesem Sinne sind zwei Leute da unten gewesen. Sie sind schon in die Jahre gekommen, aber trotzdem, sie machen beide noch, sind noch in der Szene tätig. Es ist ein wenig ruhiger geworden. Früher hat es die großen Diskussionen gegeben. Stellen wir bei einem Kantergerissen als einen Christbaum auf oder nicht? Oder lassen wir den Santa Claus um und da umhupfen? Irrelevant, wurscht. Aber gar nicht was. Und wichtig ist auch, dass man was, dass man Ansichten hat, ne? Und dass man das weitergibt an die Leute und so. Ganz wurscht, was rauskommt, ne? Und das ist aber dann wieder lustig, wenn man so zurückgeht. Und was um nichts da oft geredet worden ist, aber trotzdem, die Szene hat sich bewegt und es war was da zum Reden. Ganz wurscht was. Ja, wie gesagt, das sind zwei Leute, der eine ist sehr, sehr viel in Amerika gewesen, der hat sogar zwei Jahre drüben gewohnt, hat viel Kontakte dann gepflegt in Amerika, viel Musiker kennengelernt und auch umgeholt nach Österreich, was auch ganz wichtig ist. Das war die Basis eigentlich von den Amis, die was umgekommen sind nach Österreich. Und das war, ja, 40 Jahre. Der andere, der hat sich mehr dann zurückgezogen in seinen Club, hat dann Amerika in Österreich gelebt, so das Südstaaten-Flair, was ein bisschen ein schräges Lied gekriegt hat, aber trotzdem, das hat es ja nicht. Weil Leben ist Leben, Freiheit ist Freiheit. Und es hat alles ein paar Seiten. Ne? Man sollte aber die bessere Seiten sehen und die schlechte vergessen einfach. Ja. Das habe ich mir umgekriegt, weil ich gar nicht recht viel weiß, ne? Über die zwei. Trotzdem, ich schätze die zwei Personen sehr, weil ich weiß nicht, was die Kante-Szene neben den Oskar Zagemeyerinnen, was ich jetzt trotzdem erwähnen will und muss, weil das war schon der größte Motor nachher, der hat wirklich da was weitergebracht und ich glaube, Tag, beziehungsweise die anderen Veranstaltungen, Gavazzone, die Gründerväter nicht. Und darum ist höchste Zeit, dass diese zwei geehrt werden. Das eine ist der Präsident vom Old Mississippi Country Club, Heribert Naber. Und das andere ist der Walter Nevada, Walter Bayerschnitt. Ich weiß nicht, ob es einen Verein noch gibt. Walter Nevada ist da. Heribert Naber musste entschuldigen. Es war sehr kurzfristig. Seine Frau ist nicht die gesündeste und der weite Weg. Aber die Grüße, glaube ich, gehen auf alle Fälle nach Wien. Und vielleicht ist der Walter Nevada so nett und nimmt die Auszeichnung mit und übergibt sie in Herin, aber war schön, glaube ich. Okay. Walter Nevada, Walter Bayerschnitt, Nevada, ein Kenner der amerikanischen Szene, ein Halbamerikaner. Ist bei mir. Ja. Vorher bei der Herr Walter Nevada würde dich bitten, dass du da kurz raufkommst. Ja, ich gebe jetzt, übergebe jetzt das Mikrofon. Ich glaube, ich habe genug geredet. Und es freut mich wirklich, dass wirklich zurückgedacht wird, wer eigentlich den Motor und den Zug, den Orange, also ich weiß nicht, wie man nennt den Zug, in Bewegung gesetzt hat. Weil ein Zug in Bewegung setzen braucht so viel Energie, wenn er mal rennt, dann kann man eh nicht mehr aufreden. Gott sei Dank. Okay, danke Walter. Danke sehr. Meine Damen und Herren, liebe Country-Musikfreunde, ich freue mich ganz besonders, dass ich hierher eingeladen wurde. Ich war gestern noch mit den Silent Wings in Wien auf der Bühne und heute bin ich auf einmal wieder einmal seit langem wieder in Haag am Hausruck. Okay, bis zu lieb. Ich hab dir was mitgebracht für deinen Salon. Und zwar ist es ein Poster von Big Nose Kate Saloon in Tombstone, Arizona. Sind Kinder herinnen, Jugendliche? Nicht, da kann ich nichts herzeigen. Es kriegt einen Ehrenplatz. Natürlich im Raucherbereich, weil da dürfen die Jugendlichen eh nicht aufgehen, also unter 16 Jahren. Also. Okay, danke Walter.
Das wird schon so zu viel hängen, aber ich glaube, die kann man auch noch aufhängen. Und zwar war dieser Big Nose Cat Salon 1880, war das das Grand Hotel, wo die Cowboys drinnen übernachtet haben. Heute ist es ein ganz tolles Lokal, mit ab 12 Uhr mittags mit Country und Western Music, also ein Punkt, wo man hingehen muss. Tombstone, Arizona, 1971 gegründet. Die Stadt, die zu zäh ist, um zu sterben, sagt man immer. Und ich bin dort, schreibe da viel drüber. Ich habe für Western in Berlin lange Jahre geschrieben über die Geschichte Amerikas. Danke dir, danke. Ich darf dir was auch überreichen. Und zwar was ganz Besonderes. Ein Mann war mit mir einmal drüben, der sitzt da drüben, das ist der Musi. Grüß dich. Und der hat das Bild aufgenommen, also dieses Licht, da waren es uns zwei. Und ich habe von ihm dieses Foto bekommen mit Originalunterschrift. Das ist der König der Cowboys, Roy Rogers, mit bürgerlichen Namen Leonard Slide. Und er war Mitglied der Sons of the Pioneers, der berühmten Western-Band. Und ich war bei ihm 8 Monate, bevor er gestorben ist, im Office. Und wir haben miteinander plaudert. Und das war eine ganz tolle Sache. Bitte, dir zum Geschenk für den Club, für den ACMF, für den Dachverband. Gell? Eine Ehrenmedaille, und das ist die erste in dieser Form, die wir haben, aus Glas. Auf einer Seite das Logo der ACMF, auf der anderen Seite Austrian Country Music Legend, und das bist du. Überreichen. Es ist toll, dass wir solche Menschen haben, die so viele Jahre mit so einem riesigen Einsatz für die österreichische Country-Szene gearbeitet haben. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Ich darf euch noch was dazu sagen, ich bin ganz stolz, dass ich eine Auszeichnung bekommen habe. Normal kriegt man Auszeichnungen, wenn jemand gestorben ist. Ich habe es ein bisschen früher, da freue ich mich ganz besonders drüber. Und ich war ja früher auch bei der ACMF lange dabei. Ich war damals Botschafter für Ambassador der ACMF. Und ich habe immer gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir einen Dachverband haben, einen Verband, wo alle Country Music Bands und natürlich auch die Clubs dabei sind. Leider sind wir immer weniger Clubs, aber ich habe heute gesehen und gehört, was für tolle Musiker und Sänger wir haben. Also wir können stolz in Österreich sein auf unsere Bands, auf unsere Musiker, und kommt zu den Festivals und geht's dorthin. Noch etwas bitte. Den Line Dance, da, was du gesehen hast, und all die Line Dancer, habe ich nach Österreich gebracht. 1993 habe ich von 1992 von Billy Ray Cyrus die CD Equipreke Hart überreicht bekommen. Ich habe damals eine eigene Sendung gehabt, Walter Nevadas Country Music Salon, am Sender RTA, Radio Alten Adrian. Und habe das den Leuten hier in Österreich erzählt, dass es da einen Line-Dance dazu gibt. Den hat die Melanie Greenwood kreiert aus Kalifornien. Das war der Eke Breaky Hard Dance. Das war der erste Line-Dance. Da habe ich das Mikro und das erzählt. Und da habe ich ein Jahr später Buddy J. Kelly, der Bandleader von St. Joseph, Missouri, rübergebracht. Ein ganz toller Musiker und Sänger. Und der hat uns 20 verschiedene Line Dance gelernt und eine gewisse Frau Nagy unterrichtet noch immer. Die war damals dabei. Damals war das Fernsehen dabei. Für die Seitenblicke müssen sie mal ein paar Schmieren machen mit Line Dance, weil das Beste kann. Ich bin kein Tänzer. Ich bin nur Sprecher, ich bin ja kein Sänger. Aber wie auch immer, dieser Buddy J. Kelly kommt jetzt nach 25 Jahren Line Dance nach Österreich im Mai und wird hier auftreten. Also für die Line Dance ein unbedingtes Muss zu kommen. Und der kann nicht nur singen. Was der mir jetzt erzählt hat und was er in Amerika ist, wenn Sie mal reinschaut, wir erzählen unter seinem Namen BJ Kelly. Er macht ja Hypnose-Shows, er zaubert, und am Telefon hat er mir jetzt gesagt, ich komme nicht 2 Wochen, ich komme 3 Wochen her, weil ich bin so gern bei dir in Wien. So schön habe ich jetzt 3 Wochen am Buckel, aber
der kann jetzt sogar Feuer schlucken. Also, es ist ein Wahnsinn, was sich die Amerikaner trauen. Aber wie gesagt, wenn du es siehst, kommt es vorbei. Irgendwo werden sie auftreten. Ich glaube, wir sind sicher in Kärnten, wir sind in Burgenland, das ist schon was, und in Wien. Am 24. Mai im 20. Bezirk, es macht die Bezirksvorstehung dort, mit freiem Eintritt gibt es halt eine tolle Musik. So, neu viel Plan. Das ist ja Wahnsinn. Gut, besten Dank, danke fürs Zuhören, dass wir so lange ausgefallen haben. Danke sehr. Servus. Herzliche Gratulation nochmal auch an.